Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sparfield. Na, Estelle Vincent, wie geht's dir? Wir haben heute zu tun, wir müssen erstmal zu den Towers. Moment, erstmal Exit. Eine Sekunde, wir müssen erstmal zu den Towers. Heute holen wir schön Beweise gegen Kimuki. Und dann... Wie kommen denn die Frösche hierher? Hä? Hat das kleine Mädel nicht auf dem Mars gemalt? Wie kommen die denn nach Neon? Hä? Weird? Okay. Will ich das wissen und dann noch zu Madame Sauvage? Das ist irgendwie ein bisschen befremdlich. Aber naja, ich halte mich raus. Das Emporium, da wollen wir nicht hin. Wir wollen erstmal in die Tower. So. Mal wieder. Bläh. So, let's go. Bob. Und dann Jenna 3. Mark Hügen, da müssen wir uns irgendwie reinsneaken, ne? Was überhaupt nicht geht. Sorry, bin gerade beschäftigt. F dich doch mal hart. So, hallo. Ich beantworte gerne all deine Fragen zum Verteilernetz. Darf ich dir ein paar Fragen über Ayumi Komiko stellen? Solange ich dadurch nicht mächtigen Ärger bekomme, frag ruhig. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Arbeitest du gerne unter ihr? Sie ist meine Chefin. Sie ist in Ordnung, denke ich. Wie ich schon sagte, ich will keinen Ärger bekommen. Sie ist vielleicht ein bisschen hart zu uns allen, aber es ist sehr stressig, für Neons Energienetz verantwortlich zu sein. Mm. Manchmal zeigt sich dieser Stress. Die Arme, ja. Wie lange ist sie denn schon eine Chefin? Ich arbeite erst seit ein paar Jahren hier und sie war die ganze Zeit meine Chefin. Hm. Naja, der Big Boss ist unser CEO, Mr. Harada. Aber ich habe ihn noch nie getroffen. Er lebt irgendwo in New Atlantis, glaube ich. Okay, ich speichere mal ganz kurz. Kann ich das hier? Nein. Warte. War toll, mit dir zu reden. Ich speichere mal jetzt, denn ich will ihn überreden. Und ich hasse dieses Überredungssystem. Und ich erlaube mir jetzt zu speichern. Hallo. Schön, dass du guckst. Solange ich dadurch nicht mächtig... So, und dann gucken wir mal. Wow. Okay, das geht so weit. Ich kann nicht einfach über Firmenangelegenheiten reden. Doch, doch, das kannst du. Es würde Sinn machen, einfach das zu tun, was ich will. Hör auf, mich zu verwirren. Wieso klappt das nicht? Ich habe diese scheiß Implantate und das funktioniert null. Immer wenn das... Wieso habe ich das überhaupt? Das ist so sinnlos. Damit kann man angeblich jeden überzeugen, aber ja, es lässt sich halt niemand damit überzeugen. Schön hier oben im Tower, solange ich dadurch nicht mächtigen. Ja, okay. Wow. Okay, und auf einmal gibt es hier was Neues, oder war das gerade eben schon da? Ja, wir finden bestimmt... dieses ganze Minigame ist so kacke einfach, ne? Niemand muss sonst davon wissen. Könnte vielleicht gehen. Ist ja nur unter uns. Das höre ich gern. Ich bin noch redebereit. Es ist einfach so dumm, ne? Ich nehme einfach irgendwas. Und ich finde, meine Bitte ist halt vollkommen angemessen. Du könntest recht haben. Es ist so dumm einfach. Okay, hör zu. Du hast das nicht von mir. Aber ich weiß, dass sie und Benjamin Bayou irgendwas aushecken. Was? Vor ein paar Wochen war er in ihrem Büro und sie hatten einen verbalen Schlagabtausch. Es wurde richtig hitzig, bis Bayou aus der Tür stürmte. Keine Ahnung, worum es ging. Aber ich weiß zufällig, dass Miss Komiko Tonaufnahmen von allen ihren Treffen in ihrem Safe aufbewahrt. Was? Und bevor du fragst, ja, ich öffne ihn für dich. Aber sag niemand, dass ich dir geholfen habe. Auf keinen Fall. Nein, 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 nein. Aber wenn du so ungern hineingezogen werden willst, warum lässt du mich dann an ihren Safe? Weil ich die Korruption, die in dieser Stadt herrscht, satt habe. Die Leute hier verbringen ihr halbes Leben mit der Angst, hintergangen zu werden. Und die andere Hälfte mit Plänen, wie sie jemand anderen übers Ohr hauen können. Klingt furchtbar. In diesem Unternehmen ist irgendwas faul. Und ich hoffe, ich finde irgendwann raus, was es ist. Ich helfe dir dabei, keine Ursache. Danke für deine Zeit und das Gespräch. Na klar. Okay. Oh, wie schön. Die Tür ist echt nice. So wie es bei Jenna Dine läuft, sollte ich vielleicht meinen Lebenslauf entstauben. Ja, na gut, okay. So. Ist gerade niemand hier? Ich hoffe, durch die Fenster sieht uns niemand. Entsperren Einsteiger. Ja.
Hallo, liebe Wache. Mhm, mhm, aha. Was steht da? Noxabak. Wjaklerie. Mhm, mhm, mhm. Na klar, das ist ja logisch. Okay, Schalter aktivieren. Was macht der? Ich speichere lieber mal vorher. Damit nimmt sie ihre Gespräche auf, mit diesem sehr unauffälligen Panel. Was? Okay, ich drück mal drauf. Passiert nichts, okay. So, verwende die Beweise, um zu erpressen. Habe ich hier irgendwas Neues bekommen? Ich habe mich gerade beeilt, ich habe nicht so geguckt. Treffen mit Bayou, Beweis. Okay, Ben. Was ist bitte so wichtig, dass ich mitten in der Nacht ins Büro kommen muss? Es geht um die Zahlen, Ayumi. Mir gefällt nicht, was ich da sehe. Würdest du dich nicht immer in meine Firma einmischen, wären die Zahlen besser. Deine Firma? Sehr lustig. Ich dachte, sie gehört Mr. Harada. Ach, bitte. Wir wissen beide, dass du dir diese Identität ausgedacht hast, damit wir den Gewinn schwarz abgreifen können. Wenn Jenna deinen Gewinn machen würde, würden wir diese Unterhaltung nicht führen. Wie zur Hölle soll ich bitte Gewinn machen, wenn ich nur deinen Idioten von Bruder als Cheftechniker habe? Wählen Sie Ihre nächsten Worte sehr sorgfältig, Miss Komiko. Knöpf deinen Kunden mehr ab, schmeiß Leute raus, ist mir egal. Aber ich will, dass Jenadines Gewinn bis Ende des Monats explodiert. Und wenn du je wieder so über Bryson redest... Naja... Du kannst dir denken, was dann passiert. Junge, 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 Junge. Ja, ich will, dass die Gewinne explodieren. Okay, ja, legitime Bitte einfach, klar. Einfach so, das passiert aus dem Nichts. Und die werden erwirtschaftet von Leuten, die von Leuten entlassen wurden. Eine sehr gute Idee. So. Okay. Ich habe gerade mal auf die Dingens geachtet, auf die Digi-Dietriche. Wir haben einen verloren. Sicherheitshin... Das ist doch alles scheiße. Wofür habe ich mich überhaupt... Einfach für den Arsch. Okay, cool. Hat nichts gebracht. Im Privatsektor, da gibt's das große Geld. Ich finde es übrigens nice, dass sie so reflektierende Türen haben. Ich arbeite hier. Aber wir reflektieren uns da gar nicht. Entschuldige mich, ich habe was zu erledigen. Ja, Pflanzen gucken. Alle unfassbar unsympathisch hier. Wenn du was brauchst, wende dich an meine Sekretärin. Unfassbar unsympathisch alle hier. So, mal gucken, wie ist unsere Reflexion? Ah, uns gibt's gar nicht hier. Was ist das da? Ich... soll das... Das... Ah. Ja, das ist ja fast 1:1. Okay, hey. Wir stellen momentan leider nicht ein. Wusstest du, dass der CEO, Mr. Harada, in Wirklichkeit Verwalter Bayou ist? Was? Oh mein Gott. Das Witzige ist, wenn man mal darüber nachdenkt, ist das absolut logisch. Hm. Ich bin Mr. Harada noch nie begegnet. Aber noch nicht einmal ein Foto gesehen. Immer nur schriftlich mit ihm kommuniziert. Das heißt also, dass Bayou schon die Mehrheitsanteile an Jenadine hält und auch noch ein Gehalt bezieht. Absolut genial. Tja, damit sieht die Lage natürlich ganz anders aus. Ich halte lieber erstmal den Kopf unten und sage nichts zu Bryson Bayou. Absolut genial ist das nicht wirklich. Bis zum nächsten Mal. Ich finde das absolut hirnrissig. So. Die Firma, also die Company so dermaßen ausbluten lassen, dass sie halt nicht mehr arbeitsfähig oder einsatzfähig ist, ist halt dumm einfach. Das ist so kurzfristig gedacht. Weiß ich nicht. Und vor allem für so dumm halte ich ihn bei Yu halt nicht unbedingt. Er ist irgendwie super weird. Er ist ein mega großer Geschäftsmann, aber trifft die dämlichsten Entscheidungen. Einfach nur, weil er so gierig ist. Das ist aber nur dumm. So, warte. Dann gehen wir mal nach unten. Und wir gucken mal. Wir müssen ja ins... Ah ja, genau, das sind wir schon. Euphorica. Da wollen wir gerade hin. Ich? Nee, ich gehe direkt rein. Ich frag gar nicht, ich gehe direkt rein.
So, ich speichere mal wieder. Sicher ist sicher. Volle Dröhnung in der Mitglieder-Lounge. Unschlagbar. Na, Maika, machst du schon wieder das Würstchen? Komm rein und lass deine Sorgen eine Weile hinter dir. Ja, sicher. Das haben wir schon alles gemacht. Ich bin auf der Suche nach Ayumi Komiko. Ihr Leute solltet sie in Ruhe lassen. Was wollt ihr von ihr? Oh. Warum liegt ihr so viel an Ayumi? Es geht dich zwar nichts an, aber wir stehen uns sehr nahe. Wir sind verliebt. Ich werde nicht zulassen, dass ihr etwas Schlimmes passiert. Egal, wie viel Ärger sie sich eingebrockt hat. Ja, das stimmt. Ich habe hier ein paar Dokumente, die sie halt unterschreiben muss. Ja, klar. Versuch's nochmal. Okay. Ihr Schuldeneintreiber seid miese Arschlöcher. Sie ist pleite, okay? Pleite? Jetzt verschwinde aus meinem Club, bevor ich richtig sauer werde und dich auf die Straße werfen lasse. Moment. Was wird mich das kosten? Wer will mich rauswerfen, du? Moment, ich treibe keine Schulden ein. Ich bin von der Crimson Fleet. Die Crimson Fleet? Oh mein... Ja. Tut mir leid. Aha. Das wusste ich nicht. Aha. Ich habe mir nichts dabei gedacht, echt. Na gut. Tut mir leid, ich mache mir halt Sorgen um sie. Ayumi hat in der Stadt eine Menge Schulden. Ich versuche, ihr zu helfen, aber ich muss auch mein Geschäft über Wasser halten. Wenn du mit ihr reden möchtest, findest du sie in der Mitglieder-Lounge. Oh, gut. Natürlich kostet dich der Zugang zur Lounge was. Und das wird sich auch nicht ändern. Ah, schon wieder? Hat man das nicht schon mal? Was optional? Töte Ayumi Komiko? Was? Was waren noch gleich die Vorzüge? Du kannst nicht nur eine der exklusivsten Aurora-Lounges in ganz Neon erleben, sondern erhältst auch Zugang zu unserer privaten Bar. Hm. Der Barmann dort ist ein Freund von mir und verkauft ziemlich einzigartige Dinge. War man da nicht schon drin? Vielleicht warte ich mal ein bisschen. Wie du möchtest. War man da nicht schon mal drin? Lehn dich zurück und entspann dich. Ich war da wohl nicht drin. Hallo. Guten Tag. Jetzt guck doch mal woanders hin. Ich will deinen Po bewundern. Mist. Ich dachte, er hat vielleicht eine Mitgliedskarte. Scheiße. Hat hier jemand eine Mitgliedskarte? Wahrscheinlich. Ich kauf halt eine. Bereit zum Entspannen? Ja. Gern. Ja, hier, bitteschön. Exzellent. Hier ist dein Zugangsschlüssel. Sag bitte Bescheid, falls dich irgendwas in der Lounge stören sollte. Der Preis. Mögen all deine Reisen sicher sein. Na sicher. So, vielleicht kriege ich ja Digi-Dietriche. Ich wollte noch mehr kaufen. Hey, entspann dich doch mal. Das hier ist die Mitglieder-Lounge. Okay. Also, wenn du mit Aurora entspannen möchtest, ich habe jede Menge davon. Ich hätte gern Digi-Dietriche. Im Namen von Euphorica begrüße ich dich in unserer Mitglieder-Lounge. Hallo? Du kannst gerne alles von unserer Privatbar haben, um dein Erlebnis noch zu steigern. Mhm. Möchtest du irgendwas? Vielleicht Aurora? Nee, lass mal. Aber sag mal, ich dachte, Maike hätte gesagt, dass man Aurora nur in der Astral Lounge kaufen kann. Nun, aufgrund der enormen Exklusivität der Mitglieder-Lounge möchten wir die Tatsache, dass wir Aurora anbieten, vertraulich behandeln. Verstehe. Sei versichert, dass der Kauf von Aurora in diesem Etablissement nicht nur ungefährlich, sondern auch legal ist. Na gut, okay. Im Moment nichts, danke. Ein Kauf ist natürlich nicht erforderlich. Du kannst dich gerne einfach entspannen. Die Energie aufnehmen und deine Mitte finden. Wir haben auch verschiedene Getränke, also schau dir jederzeit gerne unsere Auswahl an. So, ich habe meine Mitte gefunden, die ist in meinem Schritt, du perverses Schwein. Kannst du mir, warte mal, wie bist du denn hier gelandet, Kiyu? Entschuldigung, aber sich mit Gästen anzufreunden, kann zu Problemen führen. Ich möchte nicht über mein Privatleben reden. Unsympathisch. Hey, nichts für ungut. Wo ist die zweite Option mit, das respektiere ich nicht? Wo ist er? Ich möchte hier klicken. Ich respektiere das kein bisschen. Danke. Sag Bescheid, wenn ich dir sonst noch helfen kann. Ja, wo ist die zweite Option? Kannst du mir irgendwas über Ayumi Komiko sagen? Nein, kann ich nicht, weil unsere Kunden diskret.
Miss Komiko ist gefährlich. Oh. Sie ist in illegale Aktivitäten verwickelt und hat Kontakte zu bekannten Kriminellen. Oha. Sie missbraucht Maika eindeutig für ihre schändlichen Zwecke. Ich wäre unendlich erleichtert, wenn die Beziehung zwischen den beiden endet. So viel zum Thema Diskretion. Okay. Wie viel weißt du über die Beziehung zwischen Komiko und Maika? Sie haben sich vor einem Jahr kennengelernt, als Miss Komiko im Euphorica Aurora gekauft hat. Mhm. Am Anfang schienen sie glücklich zu sein. Doch in letzter Zeit ist Miss Komiko sehr grob mit ihr und die zwei haben sich voneinander entfernt. Oh. Maika glaubt, dass sie verliebt sind, aber ich fürchte, Miss Komiko missbraucht sie nur für ihre Verbrechen. Ich kann es nicht ertragen, dass Maikas Liebe missbraucht wird. Irgendwann findet sie bestimmt eine Frau, die ihr mit Liebe und Respekt begegnet. Oh, wow, ja, wow, okay, ja, okay. Und woher weißt du, dass Komiko in illegale Aktivitäten verstrickt ist? Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass Miss Komiko und Benjamin Bayou in kriminelle Machenschaften verstrickt sind. Das stimmt. Sie haben sich schon mehrfach hier unten in der Mitgliederlounge getroffen. Und ehrlich gesagt, versuchen sie gar nicht, Diskretion zu wahren. Mhm. Ich habe sie über elektrische Komponenten, Liefertermine und die Aufteilung von riesigen Summen an Credits streiten hören. Warum machen die das hier im öffentlichen Raum? Warum nicht irgendwie privat? Das ist irgendwie super weird. Naja, mit was Glück bist du Komiko bald los. Himmel! Ich habe dich doch hoffentlich nicht überzeugt, sie zu töten. Doch, doch. Das meinte ich nicht. Doch. Ich will nur, dass sie aus Maikas Leben verschwindet. Am besten auch aus Nähe. Möglichst weit. Möglichst weit nach unten in den Ozean, ne? Habe ich richtig verstanden. Alles, was wir servieren, erweitert deinen Geist und deine Seele. Also Bücher. Hilfe. Ja, Aurora. Okay, ja, hier brauche ich nichts. Cool, danke. Ciao. Du kannst dich gerne entspannen und deine Zeit hier genießen. Vielleicht mache ich das sogar. Maika versteht was von Drinks. Kurz mal hier gucken. Hier sind Toiletten. Sogar die sind abgesperrt. Das sind die exklusive, super privat, mega teure Lounge. Aber natürlich sind hier Graffitis geschmiert und niemand macht hier sauber. What the fuck ist das für ein Drecksloch? Heilige Scheiße. Und der Putzlumpendingens steht aber mitten hier in diesem... Das ist aber jämmerlich. Also, Entschuldigung, bitte, da kommt mir der Kaviar hoch, wenn ich das sehe. So, hallo Komiko. Ja? Was willst du? Oh, so dies und das. Sag mal, ich kenne dich doch. Du arbeitest doch bei Genadine, oder? Bevor du weiterredest, möchte ich dir etwas Zeit sparen. Mhm. Wenn du ein Problem mit deiner Energie hast oder dich über deine Tarife beschweren willst, musst du dich an unseren Kundenservice wenden. Sonst noch was? Ja, pass auf. Ich muss irgendwie ins E-Werk von Janadine reinkommen. Du musst total zugedröhnt sein. Nein. Denn niemand, der nüchtern ist, würde so etwas sagen. Das kommt drauf an. Crimson Fleet... Beweis vorzeigen, hilft mir, oder dieser Beweis in Sachen Bayou landet bei SNN. Die Crimson Fleet fragt, nicht ich. Ich mach mal mit dem Beweis hier, ne? Angreifen. Pass auf. Es läuft folgendermaßen. Entweder du hilfst mir, oder dieser Beweis in Sachen Bayou landet bei SNN. Wie zur Hölle bist du da dran gekommen? Geht dich nichts an. Das war Estelle Vincent, nicht wahr? Dieses Miststück. Nein. Ich wusste, ich hätte das woanders aufbewahren sollen. Hier, nimm diesen Pass. Er sollte dich über den Eingang des Lagerraums in die Anlage bringen. Ich warne dich aber. Sobald du drin bist, befindest du dich in einer Hochsicherheitszone. Da wird bei Sichtkontakt geschossen. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Sie warnt mich vor, damit ich die Taschen leer mache, damit ich einen Loot mitnehmen kann. Okay, pass auf, ich muss mal kurz fragen. Läuft da irgendwas Persönliches zwischen dir und Benji? Ich nehme an, wenn ich nichts dazu sage, könnte eine Kopie der Aufnahme, die du gefunden hast, im nächsten SNN-Bericht landen. Ja. Na gut. Vor ein paar Jahren verschwand der vorherige CEO von Genadine. Oh. Als COO hätte ich diesen Job übernehmen sollen. Stattdessen drängte Bayou sich in die Firma und stellte mir ein Ultimatum. Entweder ich spiele bei diesem Mr. Harada-Blödsinn mit, oder ich bin raus. Ich hatte keine Wahl. Aber ich beschloss in diesem Moment, alles zu tun, um mir das zu holen, was mir rechtmäßig zusteht. Wenn ich dazu Bayou verführen musste, um ihn aus dem Tritt zu bringen,
Dann war das eben so. Maika hatte zum Glück viel Verständnis für die ganze Sache. Das heißt, Maika ist ja nicht unwichtig tatsächlich. Was genau ist mit dem vorherigen CEO passiert? Was denkst du wohl? Bayou begann, seine Nase in Jennadines Geschäfte zu stecken. Fehlte nur, dass er einen Teil des Gewinns verlangt hätte. Macht er doch. Daraufhin machte der CEO einen großen Fehler, indem er drohte, sich beim FC zu beschweren. Sein Shuttle kam nie an. Muss ich noch mehr sagen? Quasi aus dem Krankenhausfenster gefallen, ich verstehe. Die Maika muss dir sehr wichtig sein. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Maika ist die einzige Person in dieser gottverlassenen Stadt, die mich davor bewahrt hat, abzusaufen. Sie will kein Geld und nutzt mich nicht für Einfluss oder als Karrieresprungbrett aus. Sie liebt mich so, wie ich bin. Und ich liebe sie, weil sie so ist. Und wenn dieser ganze Bullshit vorbei ist und Bayou 2 Meter tief unter Neon liegt, werden wir füreinander da sein. Für immer. Okay, ich habe gerade beschlossen, vielleicht helfe ich den beiden. Ich glaube ihr. So, und was genau machst du bei Jennadine? Wird das ein Vorstellungsgespräch? Aha. Ich bin COO des Unternehmens. Zweithöchste Position nach unserem geschätzten CEO, Mr. Harada. Auch bekannt als Benjamin Bayou. Also lautet die Antwort auf die Frage, was ich dort mache, nichts. Oh. Die Bayous schmeißen den Laden und ich drehe Däumchen. Das Gehalt hilft natürlich. Aber letztlich bin ich nur ein Witz. Ich sitze in einem Büro, um die Dinge seriös aussehen zu lassen. Wir sollten gucken, dass wir das irgendwie ändern. Warum muss Benjamin Bayou die Tatsache verbergen, dass er Geschäftsführer ist? So gerät er nicht auf den Schirm des Freestar Collective. Sie könnten eingreifen, wenn sie herausfinden, dass die Person, die die Verordnungen und Satzungen der Stadt kontrolliert, finanziell von ihnen profitiert. Falls es dir entgangen ist, Benjamin hat diese Stadt im Würgegriff. Du kannst nicht mal pissen gehen, ohne dass er dich nach dem Spülvorgang abzockt. Versuchst du, ihm in die Quere zu kommen, lässt er dich von der Neon Security bewusstlos schlagen oder vom Seoka-Syndikat entsorgen. Okay, okay, okay. Ist notiert. Und ich nehme an, die Entwicklungen bei Jennadine lösen auch nicht gerade Begeisterungsstürme aus. Müsstest du mit Bryson Bayou arbeiten, würdest du es verstehen. Der Mann ist immer noch ein völlig inkompetenter Idiot, der unser Unternehmen in den Ruin treibt. Das Schlimmste ist, dass er Verwalter Bayous Bruder ist. Also kann ich ihn nicht feuern oder versetzen. Ich kann ihn nicht mal anschreien. Es ist, als hättest du eine Schnittwunde am Körper und müsstest hilflos zusehen, wie du verblutest. Nur, dass wir in unserem Fall Geld ausbluten. Gut, ich schau mal, was ich machen kann. Danke dir. Denk dran, wir haben nie geredet. Kapiert? Wir werden wieder reden. Okay. Hallo? Ciao. Sehr schön hier. Träumchen. So, dann mal raus. Hast du Lust auf einen Chimera? Würdest du mir erzählen, wie Kyo im Euphorica gelandet ist? Kyos Reise war eine sehr persönliche. Er hatte viel Schmerz erlebt und stand dann vor meiner Tür. Verstehe. Es wäre nicht angemessen, dir seine Geschichte zu erzählen. Aber wenn du seinen Geguli erwähnst, Geguli? Öffnet er sich vielleicht. Sein Geguli. Okay, dankeschön. Viel Spaß in unserer Niederlage. Ich liebe den Feind hier. Sein Geguli? Was passiert hier gerade? Warte mal. Möchtest du was zum Entspannen? Ja, ein Geguli bitte. Lust auf Aurora? Kann ich dich wirklich nicht überzeugen, mir deine Geschichte zu erzählen? Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Ich präzisiere das noch etwas. Ja, gerne. Ich möchte nicht mit Kunden über mein Privatleben sprechen. Das führt nur zu unschönen Problemen. Probleme wie mit Geguli eventuell? Maika meint einen Spielzeugfrosch, den sie mir gab, nachdem sie mich von der Straße geholt hatte. Er hat mir geholfen, abstinent zu bleiben. Wenn man in Neon geboren wird, ist man entweder für die Spitze oder das Ende der Nahrungskette bestimmt. Meine Eltern kamen gerade so über die Runden. Nachdem sie gestorben waren, endete ich als Straßenratte. Dann hatten es die Gangs auf mich abgesehen. Ich kam zu den Disciples und sie halfen mir, nicht mit einem Bein im Grab zu stehen. Verstehe.
Weißt du, was mit deinen Eltern passiert ist? Meine Mutter ist bei einem Unfall in der Xenofresh-Fabrik ums Leben gekommen. Oh. Eine Maschine hatte eine Fehlfunktion. Fuck. Mein Vater ist schwer depressiv geworden. Er war völlig antriebslos. Wir haben ein Jahr lang kaum miteinander geredet. Ich habe ihn jeden Abend am Rand der oberen Plattform gefunden. Er saß da einfach und hat auf Volis Ozean gestarrt. Ich habe ihm immer Essen hingestellt. Irgendwann kam ich morgens hin und er war weg. Sein Essen stand noch da. Und in dem Augenblick wusste ich, dass ich ihn nie wiedersehen würde. Deswegen bin ich bei den Gangs gelandet. Ich hatte niemanden, habe nirgendwo dazugehört. Verstehst du? Ja, das verstehe ich. Tut mir leid. Ja, ich wollte kein Katastrophentourist sein. Tut mir leid. So, aber andere haben schlimmere... Okay. Ja, das klingt, als hättest du es sehr schwer gehabt. Das tut mir leid. Eigentlich hatte ich sogar die beste Zeit meines Lebens. Fast schon zu viel Spaß. Klang gerade anders. Diese ganze Gewalt, all die Drogen, der Tod, das fordert seinen Tribut. Nicht körperlich, aber mental. Mir ging es überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht, was Maika in mir sah, aber sie holte mich aus der Gang. Sie kaufte mich sogar frei. Das ist doch eigentlich unfassbar. Das stimmt. Sie half mir, abstinent zu bleiben, und ich fragte sie, warum sie das tat. Sie meinte, ich würde sie an jemanden erinnern, den sie verloren hatte. Oh. Seitdem bin ich hier. Okay. Aber was genau ist eine Straßenratte? So nennen die Leute in Neon die Ärmsten der armen Bürger in der Stadt. Okay, verstehe. Es ist ein jämmerliches Leben voller Einsamkeit und Verzweiflung. Ein erbitterter Überlebenskampf in einer gnadenlosen Stadt. Als Straßenratte leben zu müssen, das wünsche ich nicht einmal meinen ärgsten Feinden. Man ist einfach jeder Menschlichkeit beraubt. Entschuldige bitte, wenn ich dir die Stimmung verdorben habe. Darüber zu reden, weckt einfach schmerzhafte Erinnerungen. Ja, tut mir leid, dass ich gefragt habe. Ja, okay. Ich danke dir. Vielen Dank nochmal. Tschüss. Sag Bescheid, wenn du Aurora möchtest. Nee, lieber nicht. Lass mal. Ist von Drogen runter, verkauft jetzt Drogen an andere. Huch. Na, Danny Garcia? Entschuldigung. Du suchst nicht zufällig einen Robotikprofi für deine Crew, oder? Nein. Ich müsste nämlich dringend aus Neon weg. Was kannst du denn so? Ich kenne mich sehr gut mit Maschinen aus. Besonders mit Robotern. Und gewisse chemische Substanzen kann ich auch herstellen. Aber ganz egal, welchen Job du mir gibst, ich kriege das hin. Auch wenn ich es noch nie gemacht habe. Garantiert. Ich bin clever. Klar, ich helfe dir gerne. Ich mach das einfach mal, ne? Mal gucken. Du rettest mir das Leben, Boss. Danke. Nur eine Sache müssen wir vorher klären. Ich führe auf den Raumwegen unabhängige Recherchen durch. Forschungen. Ich will es nicht aufgeben, während ich für dich arbeite. Werde deswegen aber meine Pflichten nicht vernachlässigen. Wäre das ein Problem? Welche Art von Forschung denn? Nennen wir es Koloniekriegsgeschichte. Mehr möchte ich im Moment nicht sagen. Man kann einfach niemandem mehr trauen. Okay, ja gut. Im Gegenteil, du wirst dich wie zu Hause fühlen. Ah, du bist auch ein intellektueller Geist. Da. Freut mich. Wissenschaftliche Neugier steht dir, Schätzchen. Aber Schätzchen steht mir nicht. Du musst kein großes Gehalt zusammenkratzen. Ich brauche das Geld eigentlich nicht. Nur den Job. Okay, okay. Also wenn du das ernst meinst, lass uns verhandeln. Vielleicht. Was kannst du anbieten? 10 Euro. So, wer weiß, wie lange du auf ein anderes Angebot erwarten musst. Ich bin nicht verzweifelt, aber das ist ein gutes Argument. Hm. Ich mache das nicht für Geld. Solange ich meine Forschung betreiben kann, arbeite ich auch für einen Apfel und ein Ei. Ja, na gut, dann wollen wir mal. Sehr gut. Ich kann es kaum erwarten, aus der Stadt zu kommen. Der Star-Igel zuweisen, ich... Keine Ahnung. Danny Garcia, brauche ich noch das Star-Igel? Energiewaffensysteme. Barrett ist gerade in der Loge. Raumschiff, Teilchenstrahlwaffensysteme. Ich glaube, die kann ich besser bei uns gebrauchen, ne? Mit Andrea müsste ich eigentlich rumlaufen. Was ist eigentlich mit der? Nicht zugewiesen, der Schlüssel. Jessamine Griffin. Puh, Außenposten, ja. Da müssen wir auch bleiben. Die sind beide in der Loge. Ja, also eigentlich würde ich ihn eher brauchen können, glaube ich. Teilchenstrahlwaffen, Energiewaffensysteme oder Andrea halt.
Bin unsicher. Gastronomie? So, Star Eagle. Bupp. Beide auf der Star Eagle. Na gut, wird schon irgendwie stimmen. Und mit Andrea laufen wir wahrscheinlich bald wieder rum. Ich schulde dir einen Gefallen. Das vergesse ich nicht. Bis dann, Boss. Jupp, kein Problem. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Ach so, warte ganz kurz. Falls du Aurora nehmen möchtest, bitten wir dich, dies in unserer Mitgliederlounge zu tun. Ja, das stimmt. Pass auf, Kyo sagte, er würde dich an jemanden erinnern, den du verloren hast. Wie ich sehe, konntest du zu Kyo durchdringen und er hat dir von seiner Reise berichtet. Er vertraut dir. Scheinbar. Als ich Kyo zum ersten Mal sah, erinnerte er mich an meinen Bruder Jun Zeng. Wie Kyo kämpfte Jun hart, um zu erreichen, was er wollte. In seinem Fall Commander beim Militär des Freestar Collective zu werden. Leider verloren wir Jun im Koloniekrieg. Man könnte wohl sagen, dass Kyos Rettung mein Versuch war, an einer Erinnerung festzuhalten. Okay, tut mir leid. Ich wollte auch hier nicht, zu persönlich werden. Danke dir. Zum Wohle. Hey, ja, okay, da sind wir einfach ein paar Privatgeschichten reingestolpert. Aber schön, ich muss sagen, schön, dass das einfach so geht. Diese ganzen Gespräche, die überhaupt nicht storyrelevant sind, die man doch trotzdem führen kann. Finde ich irgendwie gut. Das macht das Ganze ein bisschen immersiver, abgesehen von den Ladebildschirmen. So. Oh. Oh, erstmal wieder reinkommen. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. So, war das nur der eine hier? Der greift uns aber nicht an hier, ne? Nee. Wo ist er hin? Das waren die Herrschaften. Was immer die erreichen wollten, ich habe keine Ahnung. Drei Leute, super low level, also das war jetzt, ja. Ja, nächste Folge steigen wir bei Genadine ein, wa? Wie es aussieht. Und ich hoffe, wir können bei Yu ein bisschen auf den Schlips treten. Oder seinen Bruder entweder, ich weiß nicht, ausschalten oder zumindest absetzen. Ja, von seinem Job. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin. Ich hoffe, wir können irgendwas bewirken bei Genadine, dass sich die Lage hier auf Neon ein wenig bessert, auch wenn es gar nicht unsere Aufgabe ist. Ja, ich wollte einen Opportunisten spielen, aber naja, man hilft ja trotzdem gerne. Naja. Ja, jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Dann sehen wir uns bei Genadine. Ciao mit V. Tschüss.